Ich bin Elisabeth, Österreicherin und habe vor 2 Jahren meine erste Reise nach Mexiko unternommen und bin seitdem fasziniert von diesem Land. Mittlerweile verbringe ich meinen 4. Aufenthalt hier in Mexiko und bin gerade dabei, meinen YouTube-Kanal fertigzustellen und das erste Video hochzuladen. Ursprünglich hatte ich ein anderes Thema geplant, aber die aktuellen Ereignisse der 2 schweren Erdbeben des September haben meine Pläne im wahrsten Sinne des Wortes durcheinander geworfen. Ich selbst befand mich in den späten Vormittagsstunden des 19. September im Zentrum der Stadt. Das Beben selbst hat mich in der Umkleidekabine eines Bekleidungsgeschäftes überrascht. Ich habe einige Schrecksekunden gebraucht, bis ich realisieren konnte, dass es sich um ein neuerliches Beben handelt. Das war ja schon das zweite innerhalb von 10 Tagen. Habe dann aber ganz schnell meinen Rucksack und meine Kamera geschnappt, auf den Auslöser gedrückt und bin dann wirklich gerade noch aus dem Geschäft rausgekommen, auf die Straße gelaufen, habe mich auf den Boden fallen gelassen, weil einfach die Erdstöße so stark waren. Es war unglaublich, die Leute haben, viele haben geschrien, manche haben geweint, haben sich aneinander festgehalten, manche sind zusammengebrochen. Es war eine beängstigende Stimmung, es ist Staub durch die Luft geflogen, Scheiben sind zerborsten, es war wirklich beängstigend. Ich habe dann in den Tagen darauf einige Orte besucht, die besonders schwer betroffen waren vom Erdbeben. Unter anderem war ich an einer Schule am Colegio Enrique Rebsamen, wo ein ganzer Gebäudetrakt eingestürzt ist und Kinder unter sich begraben hat. Viele Kinder sind dort gestorben. Und ich war auch im Süden der Stadt in einem kleinen Dorf. Und man muss dazu sagen, die Menschen leben dort ohnehin in sehr ärmlichen Verhältnissen. Die Hilfe der Regierung ist zu dem Zeitpunkt noch nicht wirklich angekommen gewesen. Und was ich da gesehen habe, das hat mich wirklich sehr erschüttert. Es waren herzzerreißende Szenen und Bilder, die ich da erlebt habe. Und ich kann das in Worten eigentlich schwer beschreiben. Es war halt so, dass ich habe zum Beispiel mit einer Frau gesprochen, die ist in den Trümmern, zwischen den Trümmern ihres Hauses gestanden. Und wenn man sowas einmal direkt miterlebt, das ist einfach unbeschreiblich. Aber was mich besonders fasziniert hat, war, dass diese Menschen in dieser traurigen, verzweifelten Situation im Grunde nicht verzweifelt sind, nicht ihre Köpfe hängen ließen, sondern im Gegenteil sich miteinander solidarisiert haben und ihre inneren und äußeren Kräfte derartig forciert haben und mit ihren bloßen Händen riesige Betonteile, Gebäudeteile von eingestürzten Gebäuden in Form von Menschenketten abtransportiert haben, um eventuell Verschüttete noch zu retten. Wie gesagt, man kann das mit Worten wenig beschreiben, darum schaut rein in das Video, es ist wirklich sehenswert, es sind alles Originalaufnahmen und es wird dann in weiterer Folge natürlich noch andere Videos von mir geben. Es muss nicht immer Erdbeben sein, ich würde mich freuen, wenn ihr mich weiterhin auf meinen Reisen und Abenteuern begleitet. Schreibt euch ein in meinen Kanal, ich freue mich auf euch.